Einen wunderschönen guten Tag oder auch guten Abend und damit willkommen zurück bei Titan Quest. Für mich ist es Abend und zwar nicht nur ganz normaler Abend, sondern schon spät in der Nacht. Und das ist bekanntlicherweise immer die beste Zeit, um noch eine schöne Runde Titan Quest aufzunehmen. Ja, wir sind im Tal der Könige und haben im letzten Part die erste Hälfte davon erkundet und jetzt geht's an die zweite Hälfte, jetzt geht's dem Taikinen an den Kragen. Aber erst einmal kommen hier noch ein paar andere Gräber. Grab von Amehen, Amenhetep dem Ersten zum Beispiel. Muss sagen, mit der Mythologie von Ägypten kenne ich mich so überhaupt gar nicht aus. Anders als bei der griechischen Mythologie kann ich hier also nicht so viel mitreden und dementsprechend auch die Namen nicht so gut aussprechen. Aber das ist hoffentlich kein Problem. Was ich wirklich befürworten würde jetzt wirklich mal ein blauer Stab. Wobei ich sagen muss, 14 bis 53 Basis Blitzschaden, das ist eigentlich echt krank. Für einen normalen, also für einen grünen Stab. Grün ist natürlich auch nicht schlecht, aber trotzdem muss ich sagen, das ist schon echt nice. Also da kann man sich jetzt eher weniger beschweren. Die ganzen Dinger kommen jetzt hier mal rüber. Wir nehmen uns kurz wieder eine Minute, das alles hier zusammenzufügen. Torso haben wir jetzt halt leider einen blauen, das heißt eigentlich fällt das mit den Mechanikteilen auch weg. Ich bezweifle aber gar nicht, dass wir eventuell dann gegen Ende des Spiels im dritten Akt auch nochmal vielleicht einen blauen, einen grünen Brustpanzer finden, der besser ist als der jetzige blaue. Dann wiederum werde ich es wahrscheinlich bereuen, die Mechanikteile weggeschmissen zu haben. Deswegen schmeiße ich sie auch nicht weg, sondern ich behalte sie. Bis ganz zum Schluss, wo wir uns wirklich sicher sein können, jetzt kommt nichts mehr. Die nehmen ja auch nur einen Platz weg, beziehungsweise wenn ich zwei davon habe, zwei. Aber hier ist es immer besser, lieber ein paar mehr Essenzen als weniger zu haben, denn man kann sie ja auch aus Items nicht rausnehmen. Einmal drin, das ist eine Entscheidung für immer. Diese Essenz siehst du danach nicht mehr wieder. Du kannst natürlich immer noch weiter Essenzen farmen dann einfach. Aber das machen wir natürlich nicht, weil wir es nicht unbedingt nötig haben. Also, dass ich nach so langer Zeit im Game immer noch so krass viel Schaden mache, wirklich sogar mehr, teilweise lol. Wirklich sogar teilweise mehr als meine Begleiter, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das war wirklich, weil der hier echt nice ist, der Stab. Auch natürlich mit der Essenz, die wir raufgeklatscht haben, Essenz vom Blitz des Zeus. Sehr OP. Gut, das war's mit dem Grab. Meines Wissens nach müssten jetzt noch zwei weitere Gräber kommen, die optional sind und das dritte, was dann kommt, ist dann das mit dem Taikinen. Dann sind wir so gut wie durch, durch den zweiten Akt. Also das hier ist, glaube ich, der vorletzte Part im zweiten Akt. Der letzte ist dann der nächste. Und dann hat man in der Theorie zwei Drittel des Spiels geschafft. Oh. Da sagt natürlich niemand nein, wenn wir hier einen Meisterschaftsschrein bekommen. Wenn er mir hier so vorgelegt wird. Noch einen weiteren Hund, der hochgelevelt ist. So. Amnesis. Und dann gibt es noch Merenptah. Tatsächlich, nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt sage, ich möchte relativ schnell mit dem LP durch werden, ich möchte es natürlich trotzdem volle Karache auskosten hier. Und ich möchte nicht unbedingt so schnell fertig werden, aber ich habe tatsächlich mittlerweile relativ viel Bock auf Grim Dawn bekommen. Den sozusagen Nachfolger von Titan Quest, könnte man ihn nennen.
gab es natürlich noch gar nicht bei mir auf dem Kanal. Habe ich auch schon ein paar Mal gespielt, aber nie mit Storyline und so, weil das lange Zeit lang auf Deutsch gar nicht wirklich verfügbar war. Jetzt ist es schon seit einiger Zeit auch in deutscher Übersetzung verfügbar. Und dementsprechend könnte ich das als Story-Let's Play sehr geil hier nach Titan Quest bringen, weil es ja auch ein Hack and Slay ist, auch sehr, sehr ähnlich aufgebaut ist wie Titan Quest. Nur nochmal ein bisschen anders. Das würde mal ein bisschen Schwung in das Genre reinbringen auf meinem Kanal, Hack and Slay. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Und dementsprechend werde ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Titan Quest aufnehmen, einfach um Grim Dawn dann relativ schnell spielen zu können. Denn wenn ich richtig Bock auf ein LP habe, dann hält mich da auch nichts mehr ab. Aber natürlich jetzt das auch noch gleichzeitig mit aufzunehmen, mit den 10.000 anderen Sachen, die noch laufen. Irgendwann kann man es auch übertreiben. Ne? Also jetzt bringe ich wirklich erstmal Titan Quest zu Ende, bevor ich Grim Dawn weitermache. Das geht jetzt eh nicht mehr so krass lange. Aber dann könnt ihr euch auf Grim Dawn freuen. Dann kommt Grim Dawn direkt im Anschluss danach. Für alle Grim Dawn-Liebhaber. Obelisken bringen immer sehr, sehr viel Erfahrung. Warum ist das so? Weil die dunklen Obelisken aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund ein sehr viel höheres Level haben als normalerweise irgendwelche Monster. Das sieht man jetzt zwar nicht, weil ich halt ganz traditionell hier, so wie wir es von Anfang an gemacht haben, die Stufe ausgestellt habe. Im Übrigen ist das Reisen durchs Portal hier, glaube ich, schneller, als den ganzen Weg wieder zurückzulatschen. Aber diese dunklen Obelisken, die bringen sehr, sehr viel. Deswegen in einem Speedrun, wer vielleicht in letzter Zeit so ein bisschen auf meinem Kanal rumgeschaut hat, wird gesehen haben, dass ich sehr, sehr viel Speedrunne in letzter Zeit. In einem Speedrun macht man sich das auch zum Vorteil, zumindest in einem Epic Speedrun. In einem normal Speedrun lohnt sich das nicht, hoch zu leveln. Aber in einem Epic oder Legendary Run muss man ja viele Level bekommen, damit man später Geschwindigkeitsamulett tragen kann und andere Sachen generell einfach tragen kann. Und da kann man sich diese Eigenschaften der dunklen Obelisken sehr gut zunutze machen, dass die so verdammt viel EP geben. Das hat man jetzt hier nicht so wirklich gesehen, weil ich auch schon Level 26 bin. Wenn man jetzt Level 20 oder so wäre, wird das hier gleich so ein Schlag gelb werden. Weil die irgendwie auch schon Level 40 oder so sind. Auch in normal schon. So, wer hat noch kein Schild? Du hast noch keins. Ihr bekommt alle eins, keine Sorge. Es würde sich im Übrigen mit Sicherheit auch lohnen, hier einige Punkte noch ins Eichenherz reinzustecken, damit wir einfach viel mehr Leben bekommen. Also dann bekommen wir alle viel mehr Leben. Das Ding ist halt, dass wir halt nur noch sehr langsam Level uppen. Wir haben nicht mehr so viele Level Ups vor uns tatsächlich bis zum Ende des Spiels. Wir müssen jetzt wirklich überlegen, in was wir gehen wollen. Ich würde schätzungsweise wirklich sagen, 7 bis 8 Level Ups haben wir noch, dann sind wir durch. Das sind nicht so viele Punkte, wie es sich vielleicht erst anhört. Da muss ich auch wirklich überlegen, in was ich investieren will. Ob nicht vielleicht doch die ein oder andere Passive hier, zum Beispiel das auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt nicht ganz... Hier, guck mal, Rache der Natur ist eine sehr, sehr geile Fähigkeit von der Nymphe. Die macht dann so viel mehr Elementarschaden, aber da kommen wir halt nicht mehr hin. Beziehungsweise da würden wir vielleicht noch hinkommen, aber ob ich jetzt dann wirklich danach noch, nachdem wir hier noch hoch müssen, mit dem nächsten Level up, dann brauche ich nochmal, wenn ich jetzt hier nochmal 2 Punkte hochgehe, brauchen wir noch 8 Punkte. 8 Punkte sind nochmal mindestens 3 Level ups. Ich müsste nochmal mindestens 3 Level-Ups investieren, nur um da hochzukommen. Für diese letzte Zeile dann, und die würde mir wirklich nur das bringen.
Da muss man sich ja wirklich fragen, ob sich das da noch lohnt. Wahrscheinlich gehe ich da nicht weiter hoch. Und auch hier bei Erde. 6 Punkte, um allein hochzugehen, um dann hier das für ihn, um hier inneres Feuer dann für den Golem zu haben. Muss man sich halt auch überlegen. Vielleicht werde ich dann, also ich werde den Golem auf jeden Fall vollklatschen im dritten Akt, weil der muss tanken. Hier Erdzauber für mehr Schaden und Eichenherz für mehr Leben ist wahrscheinlich die Schiene, die ich fahren werde dann. Und natürlich die Nymphe. Also nach Möglichkeit das, was wir bis jetzt schon so haben, noch verstärken. Diese ganzen Passiven, die kriegen wir alle nicht mehr. Das würde erst irgendwann in Episch passieren. Es sei denn, ich würde halt krass viel farmen. Ich könnte natürlich EP ohne Ende farmen und dann würde ich das vielleicht auch so bekommen, aber das machen wir natürlich nicht. Das ist ein ganz normales LP und wenn es nicht unbedingt notwendig ist zu grinden, weil man sonst absolut keine Schnitte hat, dann grindet man auch nicht. Das ist zumindest so meine Devise. So, wir haben das komplette Teil der Könige gesehen. Grab von Ramses, merkt man schon. Das einzige Grab, bei dem die Musik so umstimmt. Habt ihr das gehört? Ich bin mir jetzt da nicht hundertprozentig sicher. Kann auch sein, dass ich hier Schwachsinn erzähle, aber ich glaube, dass hier das einzige Grab ist, wo die Musik tatsächlich anders ist. Das ist nämlich eine ganz besondere Musik hier, die kommt auch nur in diesem Grab. So, und indem ich das upgrade, machen wir alle. Die Wölfe, der Golem und ich selbst, wir machen alle mehr Schaden. Also da kann ich nur von profitieren. Hier eigentlich auch. Hier, eigentlich wäre es in diese Zeile zu kommen, wegen diesen beiden Sachen schon ganz geil. Auch hier wegen der Rüstung und dem Widerstand. Zumindest für Feuer dann. Und natürlich Heilung, ganz wichtig. Also ihr seht, es sind einige Sachen, wo mehr Punkte geil drin wären. Heilung vor allem auch, ganz insbesondere, damit ich dann hier, zack, ich muss einmal reinheilen, die ganze Truppe muss wieder voll sein. Ihr seht, das ist noch nicht so ganz der Fall. Im dritten Akt ist das ganz wichtig, dass die alle instant voll sind, wenn ich sie einmal heile, weil die werden da sehr viel mehr Schaden kriegen. Man wird auf jeden Fall einen Schwierigkeitsgrad, eine Schwierigkeitsgradansteigung auf jeden Fall erkennen. Anstieg sagt man, ne? Ansteigung gibt's gar nicht. Naja, es ist schon spät. So, und tatsächlich, wer so ein bisschen so ein paar Videos von mir guckt, der weiß ja, dass ich Informatik studiere. Dual. So viel kann ich auf jeden Fall verraten. Was bedeutet, ich bin ja immer so in Wechselphasen. Der Grund, warum in letzter Zeit nicht so viele Videos kamen, zwar doch, ich habe zwar wirklich schon versucht, immer doch regelmäßig Videos zu bringen, aber es gab halt so Phasen, da ist es mir nicht so gut gelungen. Da kam dann auch mal wirklich eine Woche lang nichts oder so, oder nur ein Video pro Woche. Das lag halt daran, dass ich einfach wegen dem Studium so verdammt wenig Zeit hatte. Dadurch, dass das jetzt zu Ende ist, werde ich wieder mehr Zeit für Videos haben, Leute. Ja? Ihr habt es jetzt auch vielleicht schon hier in den letzten paar Tagen gemerkt, da kamen eigentlich 2 Videos am Tag. Und dieses Pattern will ich während der gesamten Arbeitszeit, die jetzt wieder so 3 Monate läuft, auch beibehalten. Ich kriege es vielleicht nicht immer hin, dann ist vielleicht auch mal nur 1 Video am Tag, aber an den meisten Tagen sollte ich es hinkriegen, 2 Videos pro Tag hinzubekommen, weil ich jetzt einfach die Zeit wieder dafür habe. Dementsprechend, ja, wollte ich nur noch mal erwähnen, freut euch, mehr Videos. Für die wenigen, die sich freuen, ist das natürlich ganz nice. Und für mich auch, denn je mehr Let's Plays ich hier schneller, also je mehr ich jetzt aufnehme hier von den LPs, ist ein Hund gestorben. Nee. Hat gerade so einen komischen Sound gemacht, aber den Hunden geht's gut. Je schneller ich die LPs natürlich aufnehme, desto schneller werde ich auch mit denen fertig, desto schneller kann ich neue LPs anfangen. Und es gibt halt wirklich viele LPs, auf die ich mich momentan mega freue. Ich freue mich zum Beispiel auch, ich enjoye natürlich die Legend of Heroes, Trails in the Sky und weiß, dass das noch lange dauern wird. Aber Trails of Cold Steel ist wirklich so eine Nummer, das wird für immer eins der meiner Meinung nach geilsten Spiele überhaupt sein. Das ist einfach... Das ist jetzt einfach in Stein gemeißelt, dieses Spiel und diese Spielereihe bei mir. Und ich freue mich natürlich unglaublich, wenn ich das auf YouTube dann nochmal als Let's Play machen kann, Trails of Cold Steel. Alle Teile. Vor allem der erste. Der erste von allen noch am meisten.
Wird halt noch lange dauern, aber wenn ich halt am Tag 2 Videos bringe, dann dauert es natürlich nicht mehr so lange, als wenn ich nur 1 oder 2 Videos in der Woche bringe. Das sind zum Beispiel Projekte, auf die ich mich dann richtig krass freue. Oder auch mal hier, weiß ich nicht. Es sind ganz viele neue JRPGs tatsächlich rausgekommen. Star Ocean, irgendwas, irgendwie so in dem Dreh. Dragon Quest könnte man in der Theorie let's playen. Also es gibt so viel Raum für japanische RPGs, die ich auch auf dem Kanal bringen könnte, weil ich ja generell in diesem Genre in letzter Zeit sehr viel unterwegs bin. Und die fasse ich auch alle nicht an, die Spiele. Die will ich erst spielen, wenn wir sie zusammen auf dem Kanal zocken. Lol. Weil ich, Blind LPs besser finde. Und wir haben jetzt hier ein Chrom-Diadem bekommen. Was auf den ersten Blick, was nicht nur auf den ersten Blick, glaube ich, besser aussieht, sondern was auch wirklich besser ist. Ja, guck mal, wie krass die Widerstände alle hochgehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Endlich mal wieder was, was wir tragen können. Es hätte natürlich auch irgendwie mal hier einen Ring. Guck mal, wir haben keinen blauen Ring und auch kein blaues Amulett. Das hätte es natürlich auch gerne sein können. Auch Beinschienen wären hier sehr willkommen, weil die blaue Beinschienen auch mit Sicherheit Bewegungsgeschwindigkeit immer, fast immer mit drauf haben. Aber ich beschwere mich trotzdem nicht. Jedes Upgrade ist ein gutes Upgrade. Mag es noch so klein sein, ist einfach so. So ist jeder hier versorgt mit einem Schild. Ja, wir sind alle vollständig versorgt. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, wenn natürlich mehr Videos kommen, bin ich auch schneller durch mit den LPs und kann schneller neue LPs anfangen. Weil ich jetzt die ich jetzt gerade habe, die will ich wirklich erst fertig machen, bevor ich irgendwas Neues mache. Alles andere würde wenig Sinn machen. Beinschienen. Oh, Alter, was veredelte Beinwickelndes. Mit 21% Elementarwiderstand, weißt du was, ganz ehrlich, da ist nicht nur die Bewegungsgeschwindigkeit ein sehr, sehr geiler Faktor, weswegen ich das jetzt tausche. Denn, und das ist schon nice, aber 18% Elementarschaden bringt mir das. Und dann bringt es mir zusätzlich noch 21% Elementwiderstand für diese drei Elemente. Guck mal, wie hoch unsere Widerstände da sind. Ich bin fast nicht mehr verletzbar. Also Eis, 61% Eisangriffe machen mir jetzt fast keinen Damage mehr. Und guck mal, wie viel schneller wir jetzt laufen. Also das ist definitiv sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr nice. Jetzt frage ich mich, ob ich hier irgendwas habe, was ich rüstungstechnisch irgendwie... Nee. Ich brauche jetzt mal irgendwie wieder eine Essenz, die ich auf Rüstung verzaubern kann. Hermes-Sandale gibt es hier übrigens noch nicht. Die ist erst mit irgendeiner Version von der Anniversary Edition dazugekommen. Für noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Wäre aber in dem Fall gar nicht nötig. Also plus 18% und dann noch hier plus 10% vom Eichenherz. Das reicht vollkommen aus hier. Ich bin langsam. So, Leute. Boss-Time. Ihr seht schon, bei so einer fetten hier Tür geht's ab. Man muss hier so ein bisschen aufpassen. Der hat hier seine komischen Wölfe. Dann macht er hier seinen Sandsturm. Der meine Fähigkeit ein bisschen behindert. Und das hier kann er auch. Der kann sich so vervielfältigen. Seine Kopien erkennt man einfach daran, dass die relativ schnell wieder down gehen. Ansonsten kriegt er aber sehr, sehr gut Damage. Und wie gesagt, guckt euch hier meinen Feuerwiderstand, 56%. Ich bleib einfach stehen. Guck mal, ich bleib stehen, der macht mir keinen Damage. Der macht mir fast überhaupt keinen Damage, weil unser Elementarwiderstand jetzt so verdammt hoch ist. Und damit haben wir ihn auch schon. Die Keilschrifttafel nehmen wir an uns. Die seltsamen, keilförmigen Spuren im Ton erinnern an Vogelfüße. Dann gibt es natürlich noch eine mystische Kugel als Belohnung. In der leider nicht so viel geiler Scheiß mit drin ist, aber das ist in Ordnung. Dann ab nach Theben. Dann sind wir da jetzt vollständig durch. Ich würde sagen, als allererstes verkaufe ich mal den ganzen Schund hier. Meine Waffen und Rüstungen sind einfach brauchen wir jetzt eh alles hier nicht mehr. Du wirst keine besseren finden.
Das macht übrigens keinen Sound, wenn man es ablegt. Hört ihr das? Ob es gewollt ist oder nicht? Keine Ahnung. Auf Wiedersehen. Das ist auch vielleicht der falsche Händler, wenn ich ein Magier bin. Magierrüstungen, Stäbe, Tränke. Kaufe oder gehe, aber lungere nicht herum. Wie gesagt, dann kann ich hier eigentlich... Ich kann jetzt halt ganz oft neu starten und so. Und bis der halt ein Amulett hat. Oder bis irgendein anderer Händler ein Amulett hat mit Plus auf alle Fähigkeiten der Naturmeisterschaft. Davon werde ich mit Sicherheit Gebrauch machen. Ja, wir sind aber sehr, sehr gut ausgerüstet, würde ich sagen. Das ist schon sehr, sehr gutes Equip. Auf jeden Fall. Wir haben mit euch allen schon gesprochen. Nur Imhotep steht jetzt hier. Weiser der Orden des Prometheus. Der ist bestimmt überrascht, dass wir es geschafft haben, den Telkin zu besiegen. Du hast den Telkiner besiegt? Hervorragend! Vielleicht gibt es jetzt noch Hoffnung. Du musst nach Babylon. In diesem Augenblick wird die Stadt von einem weiteren Telkiner angegriffen. Natürlich! Was ist das für eine Tafel, die du gefunden hast? Lass mich einen Blick darauf werfen. Oh nein! Jetzt weiß ich, wonach dieser Telkine gesucht hat. Diese Tafel enthüllt, dass im Tempel des Marduk unter den hängenden Gärten die Sichel des Kronos ruht. Diese Sichel wurde von den Titanen im großen Krieg benutzt und besitzt die Macht, sogar einen Gott zu töten. Wenn diese Sichel in die Hände der Telkine gelangt, sind wir alle verdammt. Beeile dich. Es ist äußerst wichtig, dass du sofort nach Babylon abreist. Die Zeit reicht nicht, um zu Land oder zu Wasser zu reisen. Es gibt vielleicht einen besseren Weg. Gehe zum Tempel der Hatschepsut. Dort findest du ein altes Portal. Das Zepter der Ewigkeit ist ein Schlüssel zu vielen Reichen und kann mit dem Portal benutzt werden, um dich nach Babylon zu bringen. Lege das Zepter vor dem Portal ab und schreite hindurch. Gehe so schnell wie möglich. Wir kommen vielleicht schon zu spät. Na schön. Ich gehe. Ich werde dich vermissen, Imhotep. Das auf jeden Fall. Irgendwie zwei Fähigkeitspunkte, sehr, sehr geil. Ne? Zack, sind wir hier. Können wir das nächste Level Up tatsächlich schon rein investieren. Hier zwei rein und hier vielleicht, hier, guck mal, hier nochmal Elementwiderstand. Guck mal hier, wenn wir das hochpumpen, dann sind wir unsterblich. Gegenüber Elementen zumindest. Ich werde Imhotep vermissen. Imhotep tatsächlich der einzige NPC, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Und ihr werdet es dann auch wahrscheinlich im dritten Akt überhaupt erst sehen, dass Imhotep der einzige NPC im Spiel ist, der einen wirklich von Anfang bis Ende eines Akts begleitet. Also er war in der allerersten Stadt schon mit dabei, bis zur allerletzten quasi, kann man sagen, ist er hier jetzt mit dabei. Bis ganz zum Ende des zweiten Akts hat er uns begleitet und jetzt müssen wir wohl Lebewohl sagen. Da, das Tor ist offen. Gehe, Held, oder Undenkbares wird über uns kommen. Na schön. Wir gehen zum Pfad des Hatschepsut. Was sich so anhört, wie jetzt, wenn man niest, oder? Habe ich ja schon ein paar Mal irgendwie in einem Stream oder so gesagt. Hatschepsut. Nun gut, das war's für den Part. Dankeschön fürs Einschalten und im nächsten Part geht's ab in den dritten Akt. Quasi ins Gun der Finale. Bleibt dran, es bleibt spannend.